So, hallo, lieber Alter, ihr und wir, du hast uns, Enrico heißt er eigentlich, Hallo Enrico. du hast uns nominiert für Liebster Award, 11 Fragen irgendwie. Ich hatte keine Ahnung von dem Award, wir haben es auch nicht weiter verfolgt, tut uns leid. Danke für die Nominierung. Wir machen das jetzt mal mit, ich werde aber niemanden weiter nominieren, weil ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt irgendwie fragen sollte oder wen ich was fragen sollte. Also erstmal da ein dickes Sorry, wir sind auch irgendwie. Es war gerade die Spielwarenmesse, wir sind auch noch im Stress und du hattest mich angeschrieben, was los ist. Deswegen machen wir das jetzt auf Krampf hier. Ich fange jetzt mal mit der ersten Frage an. Man muss dazu sagen, gestern war Super Bowl, wir haben ihn geguckt. Es ist Es ist zu wenig spät Zeit vergangen geworden. seitdem und Ja. wir sind eigentlich ein bisschen durch. Aber okay. Erste Frage: Wir Dein möchten natürlich der. Lieblingszitat aus Film, Serie oder Game? Mach du zuerst, ich muss meins. Mein Mann, wie war das? Lieblingszitat aus Film, Serie oder Game? Also eins. Yippie-yay, Also eins meiner ist. Beziehungsweise ist im, es gibt mehrere. Oh Das eine Gott. ist aus. Aus der Thrawn-Trilogie, aus Okay. den Büchern. Ja. Ganz frei zitiert, Ganz frei. ein Missgeschick wird erst dann zu einem Fehler, wenn man wenn man verweigert es zu beheben. Okay. Von Thrawn zu Admiral, keine Ahnung wie er heißt, sein Kumpel halt, Typ. Und das andere, geh um die richtige Ecke in Sin City und du kannst alles finden. Ah, okay, Oder alles klar. durch die richtige Gasse in Sin City. Ich Irgendwie weiß es so. nicht. Frei Schnauze halt. Ich bleib bei IPIA Schweinebacke. So, die nächste Frage. Wenn du ein Buch, Comic oder Manga empfehlen würdest, welches ist das und warum? Tja, der soll sich bitte unseren Kanal angucken. Unser Abschlussvideo von letztem Jahr, weil Das Jahresabschlussvideo, da machen wir genau. eine kurze Topliste dazu, was letztes Jahr einfach richtig super war. Und die würde ich sagen, kann man eigentlich vorbehaltlos empfehlen. Das Abgesehen stimmt davon wohl. würde ich wieder auf die Thrawn-Trilogie verweisen, die Erben des Als Imperiums. Buch, okay, als Buch. Comic-mäßig würde ich jetzt einfach mal so ins Blau hinausschießen, schnell über die Schulter, Lock and Key. Okay. Lock and Key, alle drei Teile im Master Edition bei Panini. Sehr empfehlenswert. Frage 3, Comic. Frage Nummer 3, Comic oder Monstrous Comic? Frage 3 wäre gewesen, Comic oder Manga, Comic. Frage 4, deine Wünsche, Erwartungen für 2019. Alter. Ich will im Lotto gewinnen. Ja, im Lotto gewinnen reicht mir eigentlich schon mal. Ich will, dass die Patriots den Super Bowl gewinnen. Es ist schon vorbei. Ich wünsche mir eine gute Saison für die Packers. Ich will einen neuen Co-Host. Nee, Quatsch, was. Alter, ich hab. Ich lasse auf mich zukommen. Ohne Scheiß, ey. Kommt, wie es kommt. Ich kann es eh nicht ändern. Lieblingsgame aus 2018. Dafür müsste ich irgendwas zocken. Warhammer Shadespire. Also Warhammer Underworld, Shadespire und Nightvault. Habe ich zwar schon 2017 auf der Messe gespielt, aber Echt? 2018 erst. Okay. Dadurch, dass es ja Ende 17 Ja. war, 18 dann erst richtig eingestiegen. Okay. Geiles Teil, bitte unbedingt anschauen. Brettspiel oder Gesellschaftsspiel bei mir, Skyo auf jeden Fall empfehlenswert für kurzweiligen Spaß. Und computertechnisch bin ich momentan, also ich spiele nicht auf Konsole oder sowas, computertechnisch entweder Overwatch oder World of Warcraft. Gott, immer noch, Alter. Es suchtet Wie so so ein krass. trockener Algi ohne Es Scheiß, ist der mal ohne wieder einen Scheiß. Hustensaft abbekommt. Ohne Scheiß, ey. Also Ey. World of Warcraft hat mich wieder ganz fies gepackt. Naja. Welcher Teil aus The Legend of Zelda ist dein Lieblingsteil und warum? Baum. Okay. Link's Awakening, weil es einfach der Teil war, mit dem ich mit Zelda in Berührung gekommen bin, damals auf dem Gameboy. The Legend of Zelda. Wie hieß denn das andere Dings? Ja, der Super Nintendo-Teil, den habe ich dann erst später gespielt. Der war zwar auch ziemlich cool, aber für mich bleibt es einfach Link's Awakening mit dem Windfisch und dieser blöden Melodie, die ich jetzt zwar nicht rausbringe, aber sobald ich sie höre, bohrt sich die wieder so in mein Hirn, dass ich sie wochenlang wieder im Kopf habe. Wer ist jetzt hier der trockene Alkoholiker? Ja, Zelda habe ich nie gespielt. Mit aus welchem Film oder Star aus Film oder Serie? Serie würdest du dich mal treffen wollen? Ich glaube, The Rock ist ein ganz cooler Dude. Ich glaube, mit dem würde ich mal ins Gym gehen. Mit The Rock. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay. Ja, Keine ich Ahnung. meine, why not, ne? Müsste ich jetzt mal irgendwie drüber nachdenken. Müsste ich jetzt mal. Solltest du noch drauf kommen? Wir haben ja noch hier drei, vier Fragen. Nächste Frage: Star Wars oder Star Wars. Trek?
Nächste. Beides. ich bin sowohl Star Wars als auch Star Trek Fan. Vor allem die neue Star Trek Serie Discovery. Mega. Welches ist dein Lieblingsgenre bei Games? Ach, das. Ja, das kenne ich auch. Gibt's so in dem Sinne keins, weil jedes irgendwie ein gutes Spiel, also in meinen Augen ein gutes Spiel hat, das wert ist, in meiner Kollektion zu sein. Hm. Dementsprechend kann ich das nicht nach Genre irgendwie selektieren. Das ist... Ich auch nicht. Also ganz ehrlich, es ist eh, also ich bin ja nicht so brettspielaffin wie er jetzt gerade, wie er halt einfach. Genre, ihr habt es gehört, Overwatch oder World of Warcraft, Fantasy-Games halt, keine Ahnung, ein bisschen Shooter, aber auch nicht viel. Was ich früher gern gespielt habe, war Command & Conquer, so Aufbaustrategie. Ja, das war bei mir auch. Weißt du, Master of Orion, Total Annihilation. Ja, sowas, oder Diablo 3 oder sowas, einfach so Hack and Slay ist auch ganz cool. Es kommt auch immer so auf die Verfassung drauf an, wie man gerade drauf ist, auf was man Bock hat. Ne? Also von daher, zu wirklich festlegen könnte ich mich da jetzt nicht. Quallen muss man es. So, nächste. So, wie kamst du zu der Idee, YouTube-Videos zu machen? Du hast mich gefragt. Ich habe ihn gefragt. So. So, du? Da war er dabei. Also, bei mir ist es ein bisschen komplexer gewesen. Das kam aus der Idee raus von dem Stream, von dem Twitch-Stream. Wir haben früher Twitch-Streams, also nicht wir beide, sondern ich mit jemand anderes. Wir haben früher Twitch-Streams gemacht. Und von der Idee raus kam das dann, einen YouTube-Kanal aufzumachen und Nerdläden zu checken, sage ich mal. Also ja gut, du machst es aber ja schon länger. Also wir hatten die Comicbuchläden? Ja, stimmt. Wir hatten ja vorher, also beziehungsweise... Oh, jetzt kommen wir in ganz alte Gefilde. Du hast mit Nadine angefangen, Zocken zu machen. Und stimmt. Da haben sie irgendwelche Videos vorgestellt und da hatte ich ja dann schon meine... Den Kanal Zocken, ey. Ich weiß nicht, ob ihr ihn findet, aber den habe ich früher mit meiner Frau gemacht, richtig. Und da haben wir einfach so Let's Plays gemacht. Genau. Und da war der Michael auch schon dabei. Richtig. Genau, so hat das dann so angefangen und professionell, sage ich mal, kam es dann über einen Twitch-Stream auf diese Nerdladen-Checks und da kam dann der Michael wieder dazu, weil Comics und Brettspiele einfach gut zusammenpassen und ja, so kam das halt dazu und es macht Spaß, Videos zu machen, also zumindest macht es mir Spaß. Ja. Vor allem, ich glaube, ich bin einer der wenigen, der immer sagt, das Schneiden macht mir viel Spaß. Aus diesem ganzen Wirrwarr dann ein fertiges Video zu produzieren und zu sehen, was es dann am Ende ist, finde ich geil. Der Wertungsprozess. Werde. Und Flo sprach, es war gut. Oder mit so Strom, so bzzzt. Also. Deswegen haben wir den Stromausfall. Genau. Also das ist so. Oh, das gefällt mir ziemlich gut. So, die letzte Frage. Was würdest du einem Neueinsteiger bei YouTube als Ratschlag mit auf den Weg geben? Bleibe natürlich. Also versuch dich nicht zu verstellen, sondern mach das, wie du bist. Ja. Und mach das, worauf du Bock hast. Vor allem das. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, irgendwie irgendwas zu tun, auf das ich keinen Bock habe, dann... wäre das furchtbar. Ist vor allem eine sehr interessante Frage, weil das bei uns, also bei Geekorigi, recht schön verfolgbar ist. Wir hatten ja am Anfang, habe ich das ja mit jemand anderes gemacht. Und da haben wir am Anfang so Unboxings gemacht. Die waren ganz cool. Allerdings, es war ganz cool, ne? Das war es aber dann auch schon. Es war ganz cool. Was wir gemacht haben, waren halt die Nerdladen-Checks. Die waren richtig mega geil. Allerdings ist die Anzahl der Läden in Bayern erstmal begrenzt. Und zweitens ist er haften Erbert, weil du überall hinfahren musst und verdienst dabei nichts. Es kostet dann Sprit, es kostet Zeit. Also es kostet das ganze Wochenende, ne, wenn du so ein Video dann machen möchtest. Aber das ist schon mal das, wo man drauf hinauskommen kann, sagen, mach, was du möchtest. Wie das dann so ein bisschen in die Brüche kam, und jetzt komme ich wieder auf diesen Punkt zurück, habe ich dann Content gemacht, damit Content kam. Hintergrundgedanke natürlich, dass der Kanal nicht abstirbt, weil das Schlimmste, was dir auf YouTube passieren kann, ist, dass du kein Content mehr bringst und dein Kanal stirbt ab. Den wieder zu beleben ist schwerer, hat mir mal jemand gesagt, als einen neuen zu machen. Es hört sich paradox an, aber anscheinend, ne? Also ganz seltsam. Da habe ich dann einfach Vlogs gemacht. Die kamen auch gut an und sowas, aber das habe ich mich nicht mit wohlgefühlt. Das war nicht so das, was ich machen wollte. Und bin dann irgendwann auf die Comics gekommen. Durch die Nerdladen-Checks dachte ich mir, hey, Comics vorstellen und sowas. Dann habe ich so im Internet ein bisschen rumgesucht, habe da so den einen oder anderen Comic-Tuber gefunden. Was mir da aufgefallen ist, dass die alle das Gleiche gemacht haben. Das war alles so ein Einheitsbrei. Ist es auch heute noch. Und da habe ich mir gedacht, ey, Alter, das kannst du doch besser. Das habe ich dann probiert. Ob ich das geschafft habe, das müssen andere beurteilen.
Auf jeden Fall habe ich mir dann Michael noch mit dazu geholt, damit wir zu zweit vor der Kamera sitzen. Das gibt eine ganz andere Dynamik bei den Reviews, was halt auch kein anderer macht. Was wir dann noch gemacht haben, ist, wir haben uns eine zweite Cam dazugestellt, um noch einen anderen Blickwinkel reinzubringen, dass wir umschalten können. Damit es halt auch, damit das Auge optisch auch, was auch hat. Interessanter wird. Genau, sowas. Das kommt aber alles, also wegen Neueinsteiger würde ich jetzt sagen, das kommt aber alles, was ich jetzt hier so erzähle, das ist ein Entwicklungsprozess, den du da hast. Und den muss jeder selber machen. Ja. Das ist ganz wichtig. Entwicklungsprozess musst du selber machen. Such dir was raus, was nicht jeder macht. Wenn du dir was raussuchst, was jeder macht, mach's besser. Mach's besser und heb dich von der Masse ab. Das ist ganz wichtig. YouTube ist ein riesiger, stell dir das als riesigen See vor. Und wenn du jetzt anfängst, dann springst du nicht mehr in den See, sondern in ein Meer. Genau, und dann springst du in ein riesiges Meer, was voll ist mit Leuten. Und dass du da gefunden wirst, ist schwierig. Vor allem, was ich auch jedem ans Herz legen würde, jedem Neuansteiger, ist, du brauchst einen verdammt langen Atem. Hm. Also wir sehen jetzt teilweise erst das Ergebnis von dem, was wir vor einem Jahr gemacht haben. Ja. Also ist tatsächlich so, ist nicht übertrieben. Du brauchst einen verdammt langen Atem und dann passiert der Rest eigentlich von selber. Und du musst immer schauen, dass du dich weiterentwickelst. Bleib niemals stehen halt. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich glaube, das. Hochtrabende Worte. Ja, was heißt hochtrabend? Ja, das ist halt so ist die so. Erfahrung, die ich halt gemacht habe. Ja. Und die ich da auch so weitergeben könnte. Ja, also Enrico, vielen Dank für deine Nominierung. Ich nominiere Mama Tuba Parkour. Und wie gesagt, ich hoffe, wir konnten das zufriedenstellend jetzt lösen. Es ist ein bisschen dunkel hier alles. Wir haben auch verdammt viel Rücklicht, sehe ich gerade. Bei uns scheint die Sonne heute mal. Yay! Und wir sitzen hier im Dunkeln. Yeah, das ist YouTuber-Leben. Das ist YouTuber-Life. Nur noch der Keller. Ja, YouTuber-Lifestyle. Jo, wie gesagt, Enrico, vielen Dank. Und das war's von uns. Bleibt geek, bleibt nerdig, hebt die Haare. Bis demnächst. Ade mit dem. Ciao.